Willkommen. Der Prüfer bringt den Begriff Angebot ins Spiel und fragt uns, sagen Sie mal, was gehört denn zu so einem Angebot dazu? Oder Ihr Chef sagt Ihnen, schreiben Sie mal ein Angebot. Was schreiben Sie denn dann? Was sind die Inhalte eines Angebots? Okay, greifen wir das auf. Und Sie wissen, flüssig reden in der mündlichen Prüfung, sich nicht alles aus der Nase ziehen lassen, ist gut. Ich gebe Ihnen hier eine Struktur, anhand derer Sie sich das auch gut merken können. Man kann nämlich mal wieder hier mit den Fragepronomen arbeiten. Ein wichtiger Teil des Angebots ist natürlich das Was. Was wird angeboten? Und das ist dann Art, Güte und Beschaffenheit. Nicht alle Angaben sind immer nötig, es hängt natürlich von der Art des Produktes ab. Ja, aber präzise die Beschreibung, dass der andere genau weiß, was er bekommt, ist hier sehr wichtig. So, das ist das Was. Dann gibt es noch ein Wann und das ist einfach die Frage nach der Lieferzeit. Wann habe ich denn das Produkt? Sehr wichtig. Ne? Wenn Sie online was bestellen, wollen Sie auch wissen, wie lange dauert das denn? Und wenn die dann sagen, 6 Wochen, dann haben Sie schon keine Lust mehr. Ne? Ist also wichtig für den Käufer. Und im B2B, also Business-to-Business-Bereich, natürlich noch umso mehr, weil man ja auch selber weiter planen muss. Dann gibt es noch das Wohin. Und das nennen wir den Erfüllungsort. So, wenn Sie sich also einprägen, was, wann, wohin, dann haben Sie schon mal 3 wesentliche Elemente, Bestandteile eines Angebots. Jetzt gibt es ein 4. Fragepronomen und das muss etwas ausführlicher beleuchtet werden und das ist das Wie. Das Wie erfordert jetzt die Antwort auf diverse Fragen, nämlich zum Beispiel wie verpackt. Wie verpackt ist die Frage und das ist die Frage nach Verpackungsart und gegebenenfalls auch Verpackungskosten. Das kommt jetzt immer darauf an, ist das jetzt internationaler Handel hier, dann ist auch wichtig, wie ist das genau verpackt und muss man das extra bezahlen und wie auch immer. Wie verpackt? Dann wie geliefert? Fragezeichen. Das ist die Frage nach den Lieferbedingungen. Ja, das ist natürlich auch dann ein bisschen noch die Frage, wie teuer? Ja, wie teuer? Und das stellen wir vielleicht dem Ganzen voraus. Das ist vielleicht so die erste wichtigste Wie-Frage. Wie teuer? Und bei dem Wie teuer kommt natürlich auch ins Spiel Lieferbedingungen. Denn das und die Verpackungskosten gegebenenfalls. Ne, das Produkt, aber plus noch gegebenenfalls Verpackung. So, und dann noch wie zu zahlen. Und das nennen wir die Zahlungsbedingungen. Und wenn die Frage ist, wie teuer, das ist, wir machen ja ein Angebot, das heißt, wir müssen jetzt dem Interessenten alle relevanten Informationen liefern, damit er für sich eine fundierte Entscheidung treffen kann. Wie teuer bedeutet also Preis in Bezug zu Menge der Ware? Ja, also zum Beispiel Preis pro Kilo oder Preis pro Palette, was immer jetzt die Ware ist. Ja, so und damit haben wir im Grunde alle Punkte abgehandelt, indem wir sie verknüpfen mit diesen 4 Fragepronomen. Was, wann, wohin und das Wie, das sich halt untergliedert in wie teuer, wie verpackt, wie geliefert und wie zu zahlen. Wann geliefert haben wir hier, ne? Das ist die Lieferzeit. Aber wie geliefert, das sind die Lieferbedingungen. Muss ich das vielleicht selber abholen oder kriege ich das frei Haus? Ne? Das wäre dann auch die Frage, wie teuer, ne? Frei Haus. Also bringt mir das jemand,
bis zur ersten verschließbaren Tür, wie man so schön sagt, das sind alles Lieferbedingungen. So, und damit haben wir die Inhalte eines Angebots auf die Art und Weise verknüpft. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.